pieces of trash. I know why you want. You're always with a myth, telling lies. Everyone, I want to go my way. You should go, you should go your way. Hallo ihr lieben Pinselpfoten-Freunde und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Hatte ganz vergessen, dass ich ja quasi das Intro jetzt machen muss, beziehungsweise dass ja schon wieder eine neue Woche ist. Heute ist Montag und wir sind heute relativ zeitig unterwegs. Langsam kommt die Sonne raus, vorhin war es fast ein bisschen kalt, deswegen habe ich eine Jacke an. Aber ja, es soll heute noch richtig warm werden, 30 Grad, und deswegen sind wir heute zeitig unterwegs. Und ja, ich kann jetzt gerade gar nicht so richtig sagen, was alles die Woche ansteht, außer Hundeplatz morgen, wenn das Wetter nicht mitspielt, und Friseurtermin versuche ich diese Woche zu bekommen, aber sonst, ja, müsste ich jetzt erst nochmal in meinen Kalender gucken. Das mache ich später mal. Ja, wir gehen jetzt erstmal noch unser Ründchen zu Ende. Achso, zum Friseurtermin vielleicht nochmal was. Ich hatte ja im Winter mir immer die Haare, oder jetzt im Winter früher, halt zu Corona-Zeiten, habe ich mir ja die Haare immer selber geschnitten, weil ich ja lange Haare habe und weil es ja nur die Spitzen sind und weil mir das irgendwie egal war. Aber ich will doch diesmal eine etwas größere Veränderung in meine Haare bringen, deswegen lasse ich da jetzt diesmal lieber einen Friseur ran. Ja. Mal schauen, ob es klappt. Hallo, ich grüße euch heute am Mittwoch. Und wir sind gerade zurück von der Physiotherapie. Und ich mache kurz einen Zwischenstopp mit der kleinen Abby, dass die noch mal eine Runde schnüffeln gehen kann, sich mal lösen kann und ein bisschen, ja, runterkommt, obwohl sie dann auf der Rückfahrt immer doch deutlich entspannter ist als auf dem Hinweg. Heute hat sie schon auf dem Hinweg angefangen, im Fahrradkorb zu zittern und zu hecheln. Also hecheln nicht, aber sie hat gezittert. Also sie wusste dann schon genau, wo wir hinfahren. Jetzt tut sie gerade Dreck fressen. Erde oder Gras. Nee, Erde. Ja, also sie weiß jetzt mittlerweile schon, wenn wir Fahrrad fahren, und sie erkennt, glaube ich, auch schon die Strecke, dass sie weiß, wo wir hinfahren und schon weiß, was ihr blüht. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber wir haben jetzt nur noch einmal nächste Woche und wahrscheinlich werde ich dann mal einen Termin beim Tierarzt machen, dass der mal drüber gucken kann, wie es aussieht, und ja, dann werden wir uns dazu weiter beraten, weil ich muss jetzt auch sagen, dass die, also auch wenn jetzt die Physiotherapie was gebracht hat, beziehungsweise, also ich kann es halt nicht einschätzen, ich bin kein Tierarzt, ich weiß halt nur, dass sie jetzt über die komplette Zeit, wo wir bei der Physio waren, nicht einmal angefangen hat, das Bein zu heben oder zu hinken. Allerdings kann ich das ja natürlich schlecht einschätzen, ob das jetzt wirklich am Grad was gebracht hat und ob es irgendwie besser für sie ist. Trotzdem hat das Ganze natürlich halt, wie gesagt, den großen Nachteil, dass Abby halt jedes Mal wahnsinnigen Stress hat, wenn wir da hinfahren, und halt, wie gesagt, auch schon auf der Fahrt anfängt, Stress zu haben, dann im Wartebereich und bei der Behandlung natürlich auch total Stress hat, und ich sie dann natürlich aber auch immer halten muss und quasi sie schon irgendwie dazu zwingen muss, dass sie stillhält und dort bleibt und sich behandeln lässt. Das ist halt einfach nicht so schön. So, weil ich meine, der Hund hat da schon Angst und man lässt ihn dann ja quasi so ein bisschen im Stich. So, das Problem ist halt, das zu trainieren ist halt wahnsinnig zeitintensiv, und sobald Abby halt beim Tierarzt wieder eine schlechte Erfahrung macht, was irgendeine Behandlung ist, was ihr unangenehm ist, jetzt wälzt sie sich, dass das ganze Training halt wieder dahin ist. Abby, du wälzt dich in Müll, ne?
Und das ist natürlich einfach auch nicht so schön, wenn man halt weiß, dass man, keine Ahnung, man trainiert das monatelang und dann ist es halt wegen einer Behandlung gleich wieder dahin. Also ich habe schon überlegt, ob ich ein bisschen Medical Training mache mit meinen Hunden, dass das allgemein ein bisschen entspannter wird und mir da was überlege und das halt einfach mal probiere. Aber ja, also keine Ahnung, jeden Tag in der Woche zum Tierarzt fahren, dafür habe ich halt auch ehrlicherweise keine Zeit. Das ist halt ein bisschen blöd, deswegen. Ja, müssen wir halt mal schauen. Also ich versuche halt einfach da irgendwie die beste Lösung zu finden für den kleinen Knirps. Ah, viele Leckerlis hast du heute gegessen, ne? Ebi? Hast du heute viele Leckerlis gegessen? Hast du heute viele Leckerlis gegessen, mein Spatzle? Hm? Das ist immerhin schon mal ein Fortschritt, ne? Dass du Leckerlis isst. Zumindest Käse, ne? Gut, fahren wir nach Hause? Ebi, fahren wir nach Hause? Ebi, check. Check. Yes. Fein. Ebi, fahren wir nach Hause? Du kleine Süße, jetzt geht's auch wieder mit dem Radfahren, ne? Jetzt weißt du auch, dass wir nach Hause fahren. Na gut. So, ich streame heute Abend noch mal eine Runde. Und zwar streame ich heute wieder beim Zeichnen. Freue mich schon drauf. Endlich angefangen mit dem nächsten A2-Bild. Und das wird eine Zeichnung aus Hund, Katze und Pferd. Wer mal bei Twitch Live dabei sein will, kann gerne in den Videobeschreibung schauen. Da ist der Link zu meinem Twitch-Kanal. Hallo! Hallo! So, hallo! Wir machen jetzt los zum Gassi. Ich habe mir heute mal die Haare glatt gemacht. Die kommen heute ab. Ich erzähle gleich noch mal was dazu. So, jetzt sind wir an der Elbe. Die hat auch ordentlich Wasser. Aber lange nicht so viel wie gerade in anderen Teilen von Deutschland unterwegs ist. Das ist echt übel. Ich finde sowas immer mega krass, so Hochwasser oder so. Ich weiß nicht, da bin ich immer ein bisschen betroffen, wenn da Leute gerade ein Problem haben oder in einem Gefahrengebiet sind. Weil Anila Schluss. So Jahrhunderthochwasser oder generell das Hochwasser immer so in Dresden. Ja, ist schon immer nicht so schön. Deswegen. Ja, egal. Kommen wir jetzt zu den Sachen, die bei uns heute anstehen. Erstmal Gassi. Ich habe Trainingszeug mit. Wir machen dann ein kleines Training, die Anila und ich. Und ja, dann wie gesagt heute Friseur. Habe meine Haare heute extra nochmal glatt gemacht, dass ich ein Vorher-Nachher-Video drehen kann. Bin schon jetzt ein bisschen nervös, weil ich hatte schon mal kürzere Haare. Aber das ist schon eine Weile her. Da habe ich noch studiert und habe sie jetzt halt wirklich seit Jahren wachsen lassen. Und das hat wirklich gefühlt ewig gedauert, bis sie so lang waren. Aber jetzt ist die Zeit wieder ran und jetzt kommen sie ab. Ja, egal. Ihr seht dann auf jeden Fall das Vorher-Nachher-Ergebnis. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was er dann dazu sagt zu der Frisur. Gott, ich hoffe, es wird gut. Ja, wir können alle gespannt sein, auf jeden Fall. Oh, hier liegt ein zerwalktes Viech. Da weichen wir mal ein bisschen aus. Ich habe da keine Lust, dass die Hunde da rangehen. Mal sehen. Ich glaube, die Anila wird es nicht mal checken. Aber die Abby auf jeden Fall. Muss ich jetzt kurz hier warten. Die Abby muss. Okay, die ist jetzt einfach vorbeigerannt. Auch gut. Auch gut. Gut gemacht, klasse. Da. Hin. Steh. Gut. Links. Jawohl. Richtig. Psst. Aus. Wow.
So, also wie man sehen kann, ich bin zu Hause. Ich habe jetzt auch schon Bart portioniert und die Haare sind ab. Es ist geschafft. Und ja, ich finde es aber gar nicht schlimm. Also ich war erst ein bisschen nervös, die Haare abzuschneiden. Und weil das ja auch nicht die Friseuse gemacht hat, die das sonst immer macht. Aber es ist super geworden und ich bin sehr glücklich damit, dass die Haare jetzt wieder kurz sind. Mal wieder ein bisschen was Neues. Und ich habe meinen Zopf mitgenommen, weil die den selber dort nicht spenden könnten oder weil die das nicht mehr machen. Deswegen habe ich den hier. Mal gucken, wie viel ich hier abgemacht habe. Schon eine Menge. Schon ordentlich. Und ich möchte die gerne spenden, die Haare. Und da muss ich mir jetzt nochmal raussuchen, wo ich die hinschicke. Und ja, die ordentlich versenden. Und viele sind es ja nicht. Ich habe ja nicht so wahnsinnig viele Haare. Also wenn man das sich mal anguckt. So, also es ist halt echt wenig. Weil ich halt sehr dünnes Haar habe. Aber ja, vielleicht kann man die noch für irgendwas benutzen. Irgendeine Perücke draus machen, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Deswegen, ja, würde ich das einfach mal machen. Und vielleicht nützen die einem noch was. Genau, und ich bin jetzt fresh mit meinen Haaren. Yay! Na, ich find's voll cool. Ja, ihr könnt jetzt doch raten, warum ich's getan habe. Wer weiß, vielleicht kommen hier die wildesten Storys raus. Warum hat Clara Pinsepud ihre Haare abgeschnitten? Ist es eine Trennung? Ist es ein Lottogewinn? Oder wer weiß warum? Schreibt's mal in die Kommentare. Hallöchen, liebe Pinselpfoten-Freunde, willkommen am Sonntag. Anila, hör auf damit. Setz hier. Komm hier. Hinsetzen. So ist fein. Bleiben. Die Anila ist heute, ja, sagen wir mal, recht energiegeladen. Etwas unruhig. Nicht so entspannt wie sonst. Und da muss ich heute definitiv ein Auge mehr drauf haben auf den Hundi. Ich muss aber auch zugeben, dass wir gestern nichts gemacht haben. Wir waren gestern faul, es hat relativ viel geregnet und wir waren gestern noch mal einkaufen. Deswegen gab es gestern einen Pausentag und ja, heute ist dann doch ein bisschen Energieüberschuss da bei der Anila. Das merkt man dann immer ganz gut, dass sie halt viel sensibler auf Hunde reagiert und generell halt nicht so gut auch an der Leine läuft und so weiter und so fort. Deswegen, ja, gucke ich einfach heute ein bisschen, dass wir die Energie ordentlich rauslassen können, ne? Aber nicht wild durch die Gegend rennen und Hunde anpöbeln, so nicht. Nee, wir machen dann noch ein Training. Aber ich will erstmal, dass sie ein bisschen entspannt ist hier unterwegs und nicht die ganze Zeit wie eine Furie von einem Grashalm zum nächsten rennt. Und jetzt macht sie es aber gerade ganz gut. Toll, machst du das ganz prima. Nila, Schluss. Ebi, hast du deinen Namen gehört und schon bist du da? Nila, bist du heute aufgedreht? Hm? Machst du mal ein Männchen? Sehr gut. Klasse. Okay. Gucken. Nein. Guck mal, das ist riesig. Du kannst das langsam nehmen. Gucken. Gut. Ebi, hoch. Ebi, hoch. Ja, fein. Fein, Ebi. Gut. Aufgedreht, Li. Anila, so ist fein. Ach, ist das schön. Schütteln? Fein. Gib ich auch nochmal baden? Pass auf. Nein. Sitzen. Bleib.
Okay. Und aus. Boah. Gut. Super. Gut. Sitzen. Sitzen. Hast du Wasser in die Ohr gekriegt? Mit dieser Schneemast, ne? Bleiben. Hey. Komm hier. Nila. So ist prima. Hachi, wo bist du? Hakoda. Okay. Gut, aus und schütteln. Fein, klasse. Gut gemacht. Sitzen. Super. Gucken. Nein, gucken. Super. Okay, Abmarsch. Okay, ich habe mich soeben umentschieden. Ich mache heute doch kein Obedienztraining, sondern eher ein bisschen Suchspielchen. Und werde jetzt hier an dem Baum ein paar Leckerlis verteilen, die Anila jetzt suchen darf. Weil Obedienztraining, da kommt eher mehr Stress als Ruhe in den Hund rein. Und deswegen denke ich, dass heute vielleicht bei dem Tag eine Leckerli-Baumsuche ein bisschen besser ist. Einfach für ruhiges, konzentriertes Arbeiten. Bleiben. Machst du ganz toll. Was? Du alter Hai. Aufpassen. Platz. Gut. Such. Ach, dieser Haihappen. Schwierig, ne? Doch, hast du. Super. Gut gemacht. So, zum Schluss des Videos habe ich mir überlegt, dass ich euch noch ganz kurz bei der Haarspende mitnehmen wollte. Das hatte ich ja erwähnt. Ich habe ja hier meinen Zopf. Hier. Von den Haaren, die übrig sind. Es sind nicht so viele, weil ich habe ja relativ dünne Haare. Aber damit ich die nicht einfach wegwerfe, wollte ich die spenden. Der Friseur hat es leider nicht gemacht, deswegen habe ich mich jetzt selbst gekümmert und habe mir es rausgesucht. Und ja, vielleicht habt ihr auch Interesse daran, das mal zu machen. Deswegen würde ich diesen Vorgang ganz kurz erklären. Und zwar mache ich das über die Internetseite haarespenden.de. Ich muss ja ein bisschen auf den Computer gucken. Da registriert man sich ganz einfach und kann sogar auswählen, an welche Organisation die Haare gespendet werden. Und ich habe mich jetzt für die Krebshilfe, die Deutsche Krebshilfe entschieden, weil ich hatte früher eine beste Freundin in der Grundschulzeit und auch in den ersten paar Jahren im Gymnasium, die hatte Krebs und ist daran auch gestorben. Und das war eine sehr, sehr schlimme Zeit für mich damals. Und ja, deswegen habe ich mir einfach die Organisation rausgesucht, weil ich denke, wer da eine schöne Perücke hat, das ist schon ziemlich viel wert. Genau, aber wie gesagt, das kann man sich ja selber raussuchen, wo man das hinspenden möchte. Und dann habe ich noch mal ganz kurz die Infos für euch, also worauf man achten muss. Wenn man jetzt die Haare dorthin spenden will, dann sollte der Zopf mindestens 25 cm lang sein und die Haare sollen trocken sein und die sollen halt in einem Zopf sein, also zugebunden quasi. Und da muss man jetzt auch nicht großartig viel beachten beim Versand. Ich habe jetzt hier einfach so einen Kartonumschlag, da kommen die rein und man bekommt dann sogar eine E-Mail, wenn die Haare angekommen sind. Deswegen bin ich da sehr gespannt und hoffe, dass die jemanden nützen werden. Ja, ich werde euch in die Infobox unten die E-Mail-Adresse für die Organisation, also für die Webseite einblenden. Dann könnt ihr da gerne nachlesen,
Oder wenn ihr das auch mal machen wollt, da auch gerne hinspenden. Und ja, ich denke und hoffe, dass das auf jeden Fall was hilft. Und ich finde, das ist eine coole Sache. Weil bevor man es einfach wegwirft, die 5 Jahre Haarzucht, kann man vielleicht damit noch irgendwas tun, was sinnvoll ist. Genau. Jetzt packe ich das ein und dann bringe ich das morgen zur Post. Ach so, kurz sind mir noch 2 Dinge eingefallen. Also zum einen, ihr bekommt dann von der Organisation so eine Nummer, die ihr dazulegen müsst. Das ist ganz wichtig, damit die wissen, zu welchem Nutzer quasi die Haarspende gehört. Und dann ist es noch von Vorteil, wenn ihr zum Friseur geht und euch die Haare abschneiden lassen wollt, dass ihr die zu einem Zopf macht. Und der Friseur schneidet dann die Haare oberhalb von dem Zopf ab. Das hat meine Friseuse leider nicht gemacht. Die, obwohl ich sie gefragt habe, leider hat sie es nicht gemacht. Und hat sie dann danach zusammengebunden. Das ist halt ein bisschen blöd, weil wenn ihr die vorher zusammenbindet, dann ist das Ganze als Zopf dann ein bisschen fester. Und ja, meine Haare, ich habe jetzt nochmal nachgemessen. Die haben auf jeden Fall sogar über 30 cm. Sieht gar nicht so viel aus irgendwie, aber doch, es ist sogar über 30 cm und daher haut das auf jeden Fall hin. Und genau, ich habe sie jetzt auch 2-mal zusammengebunden, damit die jetzt beim Transport nicht irgendwie zerwuscheln oder so. Genau, das noch dazu. Das war's jetzt auch schon mit dieser Woche. Wir sind jetzt wieder zu Hause und ja, heute wird wie immer jeden Sonntag nicht mehr viel passieren, außer Videoschnitt. Und ich habe mir ja gestern ein neues Spiel für die Switch geholt. Ein neues Zelda-Spiel. Ein neues Zelda-Spiel, das muss ich natürlich immer sofort haben. Und ja, dann lebe ich zumindest mal dieses Hobby, dieses Wochenende ein bisschen aus. Und ich melde mich dann auf jeden Fall nächste Woche wieder. Nächste Woche wird es sehr wahrscheinlich 2 Videos geben. Also schaut da auch gerne mal unter der Woche vorbei. Das werde ich auf jeden Fall auf Instagram wieder bekannt geben, wann das Video online geht. Und wenn ihr den Kanal abonniert habt, seht ihr das ja sowieso. Und ja, ansonsten ja, freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt diese Woche und hoffe, ihr seid dann nächste Woche wieder mit dabei. Und ja, gebt dem Video gern ein Like und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao!